Ganz früher wurde hier gejagt. Heute genießen Jogger, Spaziergänger, Radfahrer, Rikscha-Fahrer und andere pflastermüde Luftschnapper diese grüne Oase mitten in der Stadt, den Tiergarten nämlich. Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Heimatjournal. Wer hier so um 1850 herumflanierte, der gehörte ganz eindeutig zu den berühmten, schönen und reichen und wohnte gleich neben dem Park in hochherrschaftlichen Villen, bis dann quasi die ganze Welt diese exklusive Lage für sich entdeckte. Eine Botschaft nach der anderen entstand. Dann allerdings kam die Mauer und damit das diplomatische Leben quasi zum Erliegen, vorläufig, wie wir heute wissen. Denn inzwischen gehört das Diplomatenviertel wieder zu den aufregendsten Adressen von ganz Berlin. Was ja hoffentlich auch auf den italienischen Botschafter zutrifft. Aber das kann ich rauskriegen, denn dort drüben wohnt der Mann und ich bin gleich mit ihm verabredet. Seit 1918 sind die Italiener hier etwa an dieser Stelle, nur die Spanier, die waren ein paar Jahre schneller. Inzwischen gibt es hier wieder 17 Botschaften, diverse Konsulate vieler Länder und nicht zu vergessen die Vertretungen der Bundesländer in Berlin. So. Dieses Gebäude allerdings, das ist erst errichtet worden zu Zeiten, als Albert Speer im Auftrage Hitlers die völlige Umplanung der Mitte Berlins versuchte und vor allem die gigantomanische.